The stage is yours. Ich bin schon wieder da. Ja, guten Abend, Essen. Schön, dass noch so viele jetzt auch am späten Abend noch hier sind. Ist nicht immer selbstverständlich. Selbst in unserem Project-Komitee haben einige sich leider schon verabschieden müssen oder sind noch auf Tour hier auf dem Gelände. Nichtsdestotrotz möchten wir gerne heute noch was verkünden. Wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal auch eine eigene Project-Coin aufgelegt und eine Special Edition, ich weiß gar nicht welche, kommt noch in die Coin, in die Box rein. Und die Coins hat Mario vom Laser Logo Shop gemacht und es gibt eine Edition, die kann man dort auch erwerben und die andere geht hier in die Box. Ich möchte aber an der Stelle einfach nochmal ein paar Dankesworte loslassen. Zum einen ein ganz großes Dankeschön an das ganze Orga-Team hier in Essen plus die ganzen Helfer, die hier uns ermöglicht haben, diesen Tag in dieser Form so zu genießen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Applaus wert. Wir haben das Orga-Team gerade hier oben gesehen. Wie viele Helfer waren hier unterwegs? Weißt du das auswendig? Na, 150 ungefähr. Also an die 150 Helfer plus minus herzlichen Dank. Ohne euch wäre so eine Geschichte gar nicht möglich. Aber nochmal auch an das ganze Orga-Team und vor allem an das Haupt-Orga-Team. Es ist eine wahnsinnige Leistung, über 3 Jahre hinweg, also 2,5 Jahre länger als geplant, die Energie aufrechtzuerhalten. Und auch euch ganz herzlichen Dank, dass ihr dem Orga-Team das Vertrauen geschenkt habt. Ihr habt ja teilweise vorher schon die Tickets bestellt und die ganzen Sachen, dass ihr das Vertrauen gehabt habt an das Orga-Team, dass die das noch durchziehen. Also wir wussten, das ist in guten Händen bei euch, dass wir vertrauen können, das findet noch statt. Heute hat es stattgefunden. Super, herzlichen Dank und großen Applaus. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß auf dem Gelände. Das ist ja wirklich eine tolle Sache, so auch die Regionen kennenzulernen. Die Geschichte um die Kohle, um den Kohleabbau, um das Ruhrgebiet, was das alles so in sich hat. Das ist die Idee auch von den Project Events. Wir haben damals in Bremen gestartet, dann gab es in Ulm die Geschichte mit dem Vor. In Leipzig waren die Geo-Olympics, in Koblenz war das Project Egg am Deutschen Egg. In München, das erste Giga-Event, das wurde sozusagen auch durch die Community in Deutschland so groß und dann gab es einen neuen Giga-Status. Jetzt brauche ich Hilfe, dann gab es Xanten, glaube ich. Xanten mit diesem römischen Amphitheater, dann das erste Mal hier in Essen, dann im Zeppelin, auf dem Hangar vom Zeppelin-Gelände in Friedrichshafen. Jetzt kommen wir hin, schleudern, 18... Waren wir in Kassel, kann das sein? Genau, Kassel, märchenhaftes Kassel. 19. Hamburg, genau, ganz im Norden. 20. Bonn, das letzte Groß-Event, was überhaupt noch möglich war. Vielleicht aus heutiger Sicht hätte gar nicht mehr stattfinden sollen, aber heute sind wir alle schlauer als damals. 22, wieder Essen. Und jetzt kommt 23. Wird es eins geben? Und wenn ja, wo? Oh. Und das wird jetzt der Alex euch mitteilen. Ja, dann ist die Ehre jetzt bei mir, das Projekt für 2023 zu verkünden. Wenn ich sage, wir sollten alle lernen, aus Hörnern zu trinken, dann wissen wohl alle, dass unsere Entscheidung auf heiter Bu gefallen ist. Kommt ihr bitte, soweit anwesend, auf die Bühne. Du
muss das machen. Sönko oder Sören, beides geht. Okay. Ja, dann, diese Kiste war sehr kurz bei mir, das macht mich aber überhaupt nicht traurig, sondern das erfreut mich sehr, dass wir auch in 2023 ein neues Project-Event haben, nämlich im Hohen Norden bei den Wikingers. Und darum geht diese Kiste auch jetzt sofort an dich und ich bin raus. Ja, moin. Erst einmal natürlich ein dickes Dankeschön an euch alle, wie ihr hier oben steht, dass wir diese Ehre ja nun übernehmen können, Project zu sein. Wir hoffen, wir werden den vielen Erwartungen dann auch gerecht. Das andere Mikro stört, okay. Aber auch ich möchte nochmal die Gelegenheit nutzen, mich bei der Orga hier in Essen zu bedanken. Das war auch schon im Vorfeld echt ein tolles Zusammenarbeiten mit euch. Wir stehen jetzt im Programmheft und irgend so ein Beknackter durfte sich als Wikinger verkleiden und hier Karten verteilen. Und auch an der Stelle nochmal ein dickes Dankeschön an euch. So, und wenn ich dann wirklich doch so zwei, drei Leute hier mehr sehe in der Halle, ich hoffe, wir sehen uns auch alle nächstes Jahr, dann nämlich in Schleswig. Für alle, die nicht wissen, wo das ist so ein paar Kilometer weiter im Norden. Also der Länderpunkt Dänemark könnte sich schon für manche Leute lohnen. Ich kann euch alle nur herzlich einladen, mit uns dann im Juli nächsten Jahres so ein bisschen die Geschichte der Wikinger neu kennenzulernen. Viele wissen gar nicht, dass Heiterbu tatsächlich in Deutschland lag, ein wirklich sehr wichtiger Handelsplatz aus der damaligen Zeit. Aber auch so ein bisschen, wie man dem Namen vielleicht schon entnehmen kann und irgendwer der Torfrau kennt, wir werden auch so ein bisschen den Hörnerhelm doch auch pflegen, also comichafte Adaption von Wikingern. Um so ein bisschen up-to-date zu bleiben, was es geben wird, was wir im Programm haben werden, kann ich jedem empfehlen, entweder natürlich den Will Attend zu loggen, dann kriegt ihr auf jeden Fall Bescheid, oder uns in den sozialen Kanälen zu folgen oder auf der Webseite häufiger mal vorbeizuschauen. Es sind so ein paar Sachen geplant, neben Wikingerdorf, vielleicht ein bisschen Wikinger-Schiff fahren für den einen oder anderen, aber auch aus den Hörnern trinken, das kriegen wir bestimmt auch hin und groß Spaß haben abends. Also vielen Dank an euch. Das genaue Datum ist der 8.7.2023. Falls jemand sich das nicht merken kann, ich habe noch ein paar Visitenkarten, also ich kriege noch welche. Der GC-Code steht da auch auf den Visitenkarten, aber man kann sich das auch ganz gut merken. Das ist nämlich GC8V1K1. Wenn man das auf ein Blatt Papier schreibt, sieht das aus wie GC8 Wiki, also Wikinger. Vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber kriegt man auf jeden Fall auch noch auf die Pfanne. Also vielen Dank. Dann nochmal moin, liebe Zuschauer von schmelli.de und alle Zuhörer von der Cashfrequenz. Wir haben gerade hier in Essen erfahren, dass das nächste Project-Event bei uns stattfindet, in Schleswig. Und wir freuen uns tierisch, wir freuen uns darauf, dass ihr kommen werdet, hoffentlich zahlreich. Und nochmal ein dickes Dankeschön an die ganzen Project-Events vor uns. Wir würden gerne noch wissen, welches Datum? Das Datum ist der 8.7.2023, nächstes Jahr nämlich. Und welcher GC-Code? Genau, GC8V1K1. Wenn man es sich nicht merken kann, GC8 Wiki ausgeschrieben. Vielen Dank.